Hier in Akihabara geht ein Tag zu Ende, aber der Markt, der geht natürlich noch weiter und der geht aktuell nach unten. Wir haben den DAX ziemlich schwach, aber auch die Wall Street ist im Moment nicht auf dem besten Weg. Wir sehen, dass wir dort eine Abwärtsbewegung jetzt auch endlich kriegen. Wir haben lange drauf gewartet und jetzt endlich scheint es da loszugehen. Tatsächlich gar nicht so schlecht, was das angeht. Also wir sind offensichtlich jetzt dann doch bereit, hier auf die Short-Seite zu wechseln. Viele Marktteilnehmer haben es getan. Wann steigen wir ein? Na, ein Klassiker ist ja immer das Zwischentief. Ich habe es mehrfach in den Videos gezeigt, wo wir gesagt haben, hey, wo können wir da irgendwo einsteigen? Wo können wir vielleicht reinkommen in den Markt? Naja, Zwischentiefs, die locken dazu, denn sie bestätigen die aktuelle Bewegung und geben uns dementsprechend einen guten Einstieg, eine gute Idee, wo wir dann tatsächlich hier unsere Entries dann haben können. Also insofern, die Short-Seite, die scheint jetzt vorläufig mal dran zu sein. Wir haben es gesehen im übergeordneten Bild, sowohl in Amerika, Dow Jones beispielsweise, S&P 500, alle Märkte dieser Art haben sehr, sehr stark performt, der Nasdaq erst recht, aber alle bräuchten eigentlich einen Rücksetzer und möglicherweise tritt der so langsam eben ein. Sieht zumindest mal danach aus. Ich muss mal nach rechts und links gucken, nicht, dass ich hier gleich noch wegüberfahren werde. Trotz alledem, ich kann mich mal ein bisschen hier mal umdrehen gleich nochmal. Viele Läden haben auch zu, man sieht das hier, dass das eine oder andere Rollo hier zu ist und das liegt nicht an der Uhrzeit. Normalerweise ist hier noch längst alles offen. Aber auch hier ist Corona. Ich hatte jetzt eben gerade mal nach ein bisschen Hardware geguckt, denn das ist hier in Akihabara eigentlich ein Punkt, den man hier perfekt bekommen kann. In den höchsten Tönen, in den besten Ausführungen. Aber auch hier wegen Corona alles irgendwie anders und ein bisschen schwieriger als sonst. Mit was ist sonst noch so zu rechnen? Also bei den Märkten würde ich mich jetzt erstmal festlegen. Ich bin da noch nicht mal super bärisch. Auch wenn ich jetzt für die nächsten Stunden, für die nächsten Tage sicherlich die Abwärtsseite erstmal präferieren würde, gar keine Frage. Insgesamt hat das Bild bis jetzt aber zumindest in Amerika noch überzeugt. Viele haben sich gefragt, ja warum, das macht doch gar keinen Sinn. Ich sag mal vorsichtig, es sieht fast wie eine Flucht aus, eine Flucht nach vorne. Man will dann doch lieber irgendwas in den Händen halten, irgendeine Aktie beispielsweise, einen echten realistischen Wert. In der Hoffnung, dass sich das auch als ein solcher herauspuppt, notfalls auch mit Abschlägen, aber man hat dann wenigstens noch einen Firmenanteil. Mit Geld ist das immer so eine Sache, wenn es dann wirklich in die Krise geht, weiß man nicht so richtig, was man dann in den Händen hält oder im Portemonnaie mit sich rumträgt. Also insofern, die Krise offensichtlich hier treibt die Leute in die Aktien, so komisch das klingen mag, aber da sehen wir mal wieder mehr. Es sind nicht die tatsächlichen Märkte, die den Markt oder die den Preis bestimmen, sondern es ist tatsächlich die Fantasie, die dahinter steckt. Und die hat bislang zumindest mal die Märkte nach oben getrieben. Nichtsdestotrotz, ein Rücksetzer muss erlaubt sein, ist angebracht und offensichtlich geht er jetzt ja auch so halbwegs los. Also insofern beste Chancen, jetzt hier sich ein bisschen dazu positionieren. Zumindest mal sieht alles in diese Richtung aus. Deshalb würde ich da den Fokus in den nächsten Stunden und vielleicht Tagen, vielleicht sogar Wochen, aber so lange will ich noch gar nicht gehen, das wird sich noch herausstellen. Zumindest mal auf diese Seite mich orientieren. So, in diesem Sinne, hier wird es laut, hier gibt es, drehen wir uns mal einmal um, so sieht das hier aus, wenn es schon laute Musik gibt, auf der einen Seite. Wer übrigens hier gesehen hat, hier sind immer wieder Mädels im Hintergrund, jetzt machen wir noch ein bisschen Off-Topic hinterher. Das ist nichts tatsächlich zum Anfassen, zum Angucken natürlich, weil das Ganze hier sozusagen Geektown ist. Also hier sind die ganzen Computer-Nerds. Und die ja immer wieder so ein bisschen Schwierigkeiten haben, Frauen anzusprechen. Diese Mädels locken in Cafés, ganz harmlos, einfach nur süße Mädels. Naja, ein bisschen arg jung sind sie schon, aber vielleicht für die entsprechende Generation genau passend. Wo man dann gar nicht so schlecht essen kann, wie man das glaubt. Allerdings ein bisschen nerdig ist das Ganze schon. Also Fashion auf jeden Fall hier à la Akihabara mitten in Tokio. In diesem Sinne für heute jetzt erstmal alles Gute, zumindest mal auf diesem Kanal. Bis dahin erstmal alles Gute. Bis dann. Zum nächsten Mal.